Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute wird es ein Food-Haul geben. Pascal und ich waren gerade eben einkaufen bei Kaufland wieder. Wir haben uns an Kaufland gewöhnt. Und Kühlschrank, genau jetzt machst du Geräusche. Naja, Kühlschrank will mit dabei sein. Wir haben uns auf jeden Fall sehr an Kaufland gewöhnt und gehen da jetzt super, super gerne einkaufen. Okay, Pascal arbeitet auch im Kaufland. Aber ich würde mal sagen, ich quatsche nicht viel, sondern ich zeige euch, was ich eingekauft habe. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir haben zwei volle Tüten und gefühlt nichts gekauft, aber eine Menge bezahlt. Ich weiß auch nicht. Ich habe ehrlich mich heute bemüht, nicht so viel einzukaufen und dabei ist es wieder mega viel geworden. Warum ist jetzt diese Tasche zu? So, was habe ich mitgenommen? Ich habe hier zweimal Käse mitgenommen, wie immer. Gouda Jung, kostet glaube ich 1,99 €. Das Witzige ist, wir haben an alles gedacht für Pascal sein Sandwich, aber nicht an Toast, das Wichtigste. Dann habe ich für mich hier zweimal Buttergemüse mitgenommen. Ich esse momentan richtig gerne Rotkohl, also schon gekochten Rotkohl. Und dann oben mit ein bisschen Gemüse oben drauf. Boah, Leute, das ist so lecker und das funktioniert super, super gut beim Abnehmen. Und man kann sich damit voll essen, weil Rotkohl und Gemüse hat nicht viel Kalorien. Aber ich muss ehrlich sagen, bei dem hier pole ich immer dieses, was ist das, Butter, Kräuterzeugs, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Da ist immer so ein Stückchen mit dabei und das pulle ich raus, weil das hat die meisten Kalorien. Und ja, so kann man sich ein bisschen mehr Kalorien sparen. Und das ist sowieso nur Öl und dieses Buttergemüse wird weich, als hättest du Öl reingekippt. Also gefällt mir sowieso nicht, deswegen macht das nichts, wenn ich das rauspulle. Dann habe ich hier für Pascal nochmal... habe ich noch einmal dieses Salami-Baguette mitgenommen. Wie ihr sehen könnt, wir waren wirklich gerade einkaufen. Ist noch alles in seinem Inhalt drin. Baguette Salami mit Salami, Edamer und Paprika tiefgefroren. Haben wir super gerne. Da sind die besten Baguettes, die es gibt. Die sind besser als die von Netto, Aldi, Lidl oder sonst irgendwo anders. Wirklich, also wenn Baguettes da 6 Stück kosten, etwas mehr wie 2 Euro. Perfekt. Dann haben wir auch noch dreimal Kochschinken mit. Einmal, ich glaube 1,49 €. Zweimal und dreimal. Ganz witzig, Pascal sucht in der Mopro-Abteilung Kochschinken. Ich so, Pascal, da hinten. Oh ja, der arbeitet im Kaufland und weiß das nicht. Als nächstes habe ich hier knusprige Rösti mitgenommen, vorgebacken und tiefgefroren. Einmal die hier. Die lieben wir unglaublich mit Schnitzel oder irgendwas anderem an Fleisch. Okay, gut, ich esse dann immer so ein kleines Stückchen an Fleisch und Pascal natürlich den Rest. Aber die lieben wir unheimlich. Die snacke ich auch, wenn ein paar übrig geblieben sind, noch am Abend oder sowas. Sehr, sehr, sehr lecker. Sind zwar wirklich nicht kalorienreich, also pro 100 Gramm tiefgefroren, okay, pro 100 Gramm verzehrfertig, 221 Kalorien und hier sind 750 Gramm drin, also in der Diät lieber nicht, macht die dann selber. Ich habe wirklich mal vorgehabt, die selbst zu machen, aber irgendwie vergesse ich die ganze Zeit, mal im Internet zu gucken, was es da für Rezept gibt. Ach, egal, ihr wisst, was ich meine. So, dann habe ich als nächstes Schinkenfleischwurst mitgenommen in diesem Doppelding hier. Ja, brauchte ich für Akroschka, also für die anderen, die jetzt nicht Russen sind, für kalte Suppe. Sehr, sehr lecker und da kommt immer Fleischwurst rein und die war gerade im Angebot oder reduziert, keine Ahnung, für 1,99 € oder Sonderpreis, keine Ahnung, war auf jeden Fall ein gelbes Schildchen. Ich weiß nicht, was das bei Kaufland zu bedeuten hat. So, dann als letztes haben wir hier nochmal, was sind das? Bratwürstchen mitgenommen. Bratwurst hier. Pascal, beziehungsweise ich, bin auf die spontane Idee gekommen, Hotdogs zu machen. Also ich kenne Hotdogs mit normalen Würstchen, also aus dem Glas oder aus der Dose oder irgendwie sowas. Aber dass man Bratwurst zu Hotdogs macht, das kenne ich nur irgendwie vom Kirmes oder wie in Cuxhaven vom Fleckenmarkt, das ist Kirmes. Aber habe ich doch noch nie gegessen. Also bei mir war immer Hotdog mit normalen Würstchen. Ja, Pascal sagt, nee, habe ich immer so gegessen. Okay, gut. Sollst du so haben. So, dann haben wir die zweite Tüte. Da haben wir einmal eine Melone, eine kleine Mini-Wassermelone, wollte ich unbedingt haben. Vor allem, ich stand im Laden, also im Kaufland, und mach so. Ich habe geguckt, ob die wirklich gut ist, weil irgendwie durchs Klopfen kann man hören, dass die gut ist oder ob die schlecht ist. Und die hat sich wirklich sehr gut angehört.
Deswegen kamen die mit. Pascal hat mich ausgelacht, ey. Ja, wenn, dann muss ich auch richtig kaufen, Leute. Ich habe keinen Bock, dass ich eine Melone kaufe, die schlecht ist. Als nächstes habe ich Sandwich-Gurken süß und würzig für die Hotdogs. Einmal das hier war direkt am Anfang neben dem Obst und Gemüse. Und dann habe ich zu Pascal gesagt, hey komm, lass uns doch mal Hotdogs essen. Wir haben schon Burger gegessen, den anderen Krams. Und Hotdogs hatten wir noch nie selbst gemacht. Deswegen lass uns das machen. Also ja, ist in Ordnung. Dann habe ich auch diese Hotdog-Brötchen mit mir mitgenommen. Die waren neben den Gurken und ja, deswegen kam ich dann auch auf die geniale Idee, lass uns mal Hotdogs machen. Hier sind 4 Stück drin, sind von Harry. Ich weiß jetzt nicht, was die gekostet haben. 1,99 € oder irgendwie sowas, aber ihr werdet das ja eingeblendet sehen. Dann hat sich Pascal hier nochmal eine Mezzomix mitgenommen. Ja, war sehr toll heute. Ich bin von der Arbeit gekommen und Pascal hat sich letztens Mezzomix geholt gehabt und hat die kalt gestellt mit Fanta. Aber die Mezzomix hat er schon aufgemacht gehabt und da war nur noch so ein Pipi-Schluck drin und ich bin von der Arbeit gekommen und habe den einfach weggetrunken. Und Pascal ist dann auch irgendwann 2 Stunden nach mir gekommen, macht den Kühlschrank auf und wollte seinen Schluck Mezzomix noch trinken. Ja, nix da, habe ich schon aufgetrunken. Hat er mich auch erstmal blöd angeguckt. Hä? Wo ist das? Warst du das? Nein. Dann hat sich Pascal auch für seine Hotdogs knusprige Röstzwiebeln mitgenommen. Ich verstehe den Sinn bei Rostzwiebeln nicht, beziehungsweise ich verstehe den Sinn bei mir nicht. Ich hasse Lauch, ich hasse Porree, beziehungsweise ich mag es nicht. Kein Porree, kein Lauch, kein Schnittlauch, keine Zwiebeln, Knoblauch nur Pulver. Also alles, was mit Zwiebeln zu tun hat und in die Richtung Zwiebeln geht, mag ich nicht. Knoblauchpulver mag ich und Rostzwiebeln mag ich. Verstehe ich nicht wieso, aber die beiden Sachen mag ich. Aber das im normalen Zustand, also normale Knoblauchzehe und normale Zwiebel, kannst du mich in die Tonne kloppen, dann kotze ich, wie weiß ich nicht was. Also wenn man mich ärgert, mir Schnittlauch, Knoblauch oder irgendwas unter die Nase hält, dann kotze ich. Dann kotze ich demjenigen wirklich auf die Füße. So, was haben wir hier noch? Dann habe ich hier im Angebot nochmal WC frisch Blaukraft aktiv mitgenommen. Ich habe zwar noch 2 Stück da, weil ich die beim DM mitgenommen hatte, aber das Ding ist einfach, die waren im Angebot und deswegen habe ich die mitgenommen. Die haben, glaube ich, 1,29 € gekostet und nicht im Angebot kosten die halt 1,75 €. Wo man sparen kann, kann man sparen. Ich merke schon heute wieder nicht mal Tag zum Reden. So, dann Tommy, Mayonnaise für Pascal muss immer da sein. Er isst keine andere. Ich habe euch das schon mal erklärt, wieso. Ich glaube, wir haben hier irgendwo noch eine zweite gehabt. Dann habe ich hier nochmal von Walsdorf Gourmet Süßsauersoße mitgenommen. Echt lecker, purer Genuss. Sehr lecker. Pascal hat nämlich letztens beim Bestellen keine Süßsauersoße mit dabei gehabt. Da hatten wir das Problem. Und ich habe natürlich beim letzten Mal die hier mitgenommen gehabt. Und ja, die hat er dann auch leer gemacht den letzten Mal. Und jetzt brauchen wir halt neue. War so gut, dass wir es nochmal nachgekauft haben. Das muss schon was heißen. Dann haben wir einmal Spargel. Irgendwas ist hier ausgelaufen. Weiße Spargelstangen so geschält einmal. Ich glaube 1,09 € kosten die. Und hier nochmal 2-mal. Sehr, sehr lecker mit Knödel und Schnitzel. Liebt Pascal. Er hasst ja Gemüse, aber es gibt so ein paar, 1, 2, 3 Gemüsearten, Sorten, die er isst. Unter anderem Spargel, Brokkoli, Blumenkohl geht auf jeden Fall fit. Und bei Obst, naja, Erdbeeren, ne? Alles andere, da kannst du die mit jagen. So, was haben wir hier noch? Dann haben wir einmal von Fanny, das hat Pascal mit reingeschmissen. Knödel, super, super, super lecker. Habe ich sehr gerne da. Also wenn es mal schnell gehen muss, einfach reinschmeißen ins kochende Wasser. Und dann zack, zack, ist das fertig. Irgendwas für Pascal noch an Fleisch. Und dann habe ich auf jeden Fall Mittagessen fertig. Dann habe ich von Onkel Bens Kochbeutel Original Langkornreis 4 Beutel mitgenommen. Ja, sehr, sehr teuer, Leute. Ich hätte die mal das letzte Mal im Angebot mitnehmen müssen. Nee, brauche ich nicht. Ja, toll. Jetzt brauche ich Reis, deswegen musste ich das mitnehmen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich an Onkel Bens oder ja, wie man das auch nennt, habe ich mich sehr gewöhnt. Zum Beispiel der ganze Reis aus dem Aldi und Lidl, der wird wie Milchreis. Keine Ahnung, ich habe schon so viel durch. Viele verschiedene Marken, aber ich habe es nie hinbekommen, den Reis so hinzubekommen, wie der hier ist. Der ist wirklich hart und der bleibt hart. Oder ich sollte mich einfach mit den verschiedenen Reissorten auseinandersetzen, dann hätte ich das Problem nicht. Gut, ne? Sind wir mal ehrlich. Hier ist zweite Tommy-Mayonnaise. Dann habe ich eine Gurke mitgenommen, ebenfalls für die kalte Suppe. Am Anfang, ich so, nein, nein, ich brauche keine Gurke. Und dann zum Ende, ach ja, ich wollte kalte Suppe machen, ich brauche noch eine Gurke. Und jetzt schmeiße ich hier auch noch alles runter. Dann kam hier auch an der Kasse nochmal eine Pepsi Light mit. Davon habe ich noch eine, die ist aber schon angebrochen. Die habe ich im Auto getrunken. Ja, habe ich mir gedacht, nehme ich mal mit. Pascal mag keine Pepsi, glaube ich.
Glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber er mag nichts, was light ist. Er sagt, das schmeckt anders. Ich schmecke da irgendwie überhaupt keinen Unterschied. Dann habe ich für mich nochmal Ketchup light mitgenommen. Hier alles light momentan. Ja, ich habe keinen mehr da gehabt. Und Ketchup kann ich zu allem essen. Der Kassenbon, sehr wichtig, damit ich euch sagen kann, was das gekostet hat. So. Dann kamen hier nochmal Möhren mit. Sehr wichtig. Ich liebe momentan gekochte Möhren. So lecker mit Kartoffeln, klein gestampft. Also ich weiß nicht, was momentan mit mir los ist, aber ja, Kartoffeln gekocht, Möhren gekocht, Buttergemüse ein bisschen noch gekocht und Rotkohl oben drauf und dann passt das und ich bin satt. Und einen Sack Kartoffeln. Ich bin ehrlich zu geizig bei Kartoffeln, immer die teuren mitzunehmen. Ich nehme hier immer den günstigsten Sack von Böhmer ist das jetzt, kostet 1 Euro irgendwas. Vorwiegend festkochen und das reicht mir auf jeden Fall. So Leute, wir sind schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich mega, mega über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Und jetzt wünsche ich euch allen Schnudis noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna.